Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge Enshrouded. So, in der letzten Folge haben wir unseren guten Schmiedi geholt und jetzt können wir neue Ausrüstung und so weiter craften. Und ich denke mal, das werden wir jetzt auch mal machen. Wir müssen uns ein bisschen vorbereiten und so. Und wir brauchen unbedingt neue Kisten. Wir brauchen hier ein bisschen Ordnung. Ich brauche hier auch irgendwie so Regale, ne? Das sollten wir auch mal in Angriff nehmen. So, dafür brauchen wir unseren Bauhammer, ne? Okay, der ist platziert. Ich denke mal, das nehmen wir mal auch mit. Ich schau mal rein. Scheiße. Was habe ich da jetzt gemacht? Das fängt ja gut an. So. Ich wollte doch nicht den Boden zerstören. So. Okay. Es ist nichts passiert. Gut, 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 gut. Okay. Das ist so ein bisschen blöd. Wir müssen da von der Seite irgendwie so machen, ne? Das ist ehrlich ein bisschen schwierig. Wie geht denn das? Wie machen wir... Warte mal. Nee. Geht das echt nur so von außen? Ich verstehe das nicht. Wie können wir denn hier sowas wie Regale machen? Da muss ich mich auch mal informieren. Gut, aber was wir auf jeden Fall brauchen, ist wie heißt es nochmal so schön? Eine Holzkiste. Oder zwei. Oder drei. So, wir können eine Hacke machen. Okay, okay. Würde ich irgendwann mal machen. Aber jetzt machen wir erstmal das hier. Wir brauchen Garn, ne? Wir haben kein Garn, ey. Ich könnte weinen. Okay. Aber dafür eine weitere Kiste. Gut, gut, gut. Boah. Was bist du doch mal? Du bist ein Zauberstab. Du kannst erstmal da weg. Wo stelle ich dich am besten ab? Ich habe das so gemacht, dass es immer ab 2 ist, ne? Warte mal. Ja, komm, machen wir hier. Da sollten wir auf jeden Fall sowas wie das hier reinlegen. Das hier brauchen wir. Stofffetzen, das. Tierfelle. Ja, keine Ahnung. Was ist da drin? Ne? Das und das, ne? Okay. Das kann wieder weg. Was brauchen wir eigentlich? Wir könnten doch irgendwas schmieden. Dap, 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 dap. Tiefel, Garn. Okay, das könnten wir auch schon bald machen. Ah, wir brauchen sehr viel Garn. Oh. Okay, okay. Manuelles Handwerk? Nee, warte mal. Sag nicht, der Schmied kann diese Sachen machen, nur. Schmiede. Kohle. Dafür brauchen wir Steine. Haben wir überhaupt? Haben wir überhaupt welches? Ja. Aber nicht so viel. Bis 11, bis 14, ne? Ich kann nicht zerlegen.
Okay, dich kann ich noch höchstens löschen. Glühwürmchen. Ja, wir haben echt nichts, ne? So, die Faser habe ich nur. Hier Metallschrott. Okay, was also mit der G-Taste könnten wir die. Oder F war das? Oh! What the heck? Nee, scheiße. Also das wollten wir ja doch nicht. Oh, Mann, ey. So. Okay. Bisschen Fummelarbeit, ey. Warum ist denn hier? Wir brauchen ja Garn, ne? Der zum Beispiel braucht ja 7. Achso, den Gleiter können wir schon. Ja, super. Und ein Achievement. Nice, nice. 4 Garns fehlen uns noch. Lass mich raten. Genau einer. Okay, gut. Na, schau mal. Spawnt hier gefühlt irgendwie alles nach. Das gefällt mir. So, Steine bräuchten wir, glaube ich, auch, ne? Okay, gut. Gut, 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 gut. Wie sieht das aus mit Steine? Ja, mehr als genug haben wir schon mal. Dann sollten wir hier noch ein bisschen Fasern sammeln hier, ne? Ah. Dreckiger Wolf. Bitte nicht töten. Okay. Was ist das eigentlich? Ah, Feuersteine. Cool. Okay, gut. So, wo ist unsere Base? Dort. warte mal. So, Werkbank. Da. So, das hätten wir dann auch. Ausrüsten. Ausrüsten. Gut. So, Herr Schmied, was brauchen wir denn eigentlich für eine Kohle? Okay, vielen Dank.
Dafür brauchen wir hier Kohle. Ja, das haben wir aktuell nicht. Damit machen wir ja mit diesem Ofen, ne? Wo stelle ich das denn ab? Nee, da liegt ja, da ist, also da ist ja mein Bett. Kann ich doch nicht einfach so abstellen, ey. So, ich mach das mal so. Was ist eigentlich mit diesen Büchern? Nee. Keine Ahnung. Gut. Okay. Gut. Platziere Gegenstände aus deinem Inventar hier, damit sie für die Produktionsstätte verfügbar sind. Hier kannst du den Produktionsprozess verfolgen. Die Produktionsstätte stellt das ausgewählte Rezept so lange her, bis keine Zutaten mehr übrig sind oder das Inventar der Produktionsstätte voll ist. Hier kannst du zwischen den Rezepten wechseln, die du für die Produktionsstätte freigeschaltet hast. Okay, das heißt, wir können aktuell nur Kohle. Gut. Wir brauchen Erde und... Ja, komm. Erde haben wir. Stapel teilen. Und die Hälfte kommt auch da rein. So, jetzt braucht er 5 Minuten für den Scheiß. Ich weiß ja nicht, brauchen wir noch einen zweiten Ofen? Ich denke mal schon, ne? Einfach machen. So, excuse me, give me an Ofen. Dankeschön. Okay. Wieso packt er es nicht da rein? Wo ist der Eingang? Ah, hier. Zack. Gut. Nee, warte mal. Wie viel Erde brauchst du denn eigentlich? Nur 3, ne? Warte mal. Wir könnten uns noch ein bisschen Erde holen. Uäh. Das ist irgendwie schön. Hier kriegen wir auch noch ein bisschen mehr Dingens hier. Okay, gut. Dann hacken wir noch ein bisschen Holz. Na, komm. Okay. Harz ist auch nicht schlecht. Ja, ich weiß nicht, dieser Baum macht mich gerade aggressiv. Komm weg mit dir. Ja, viel ist es zwar nicht, aber immerhin. Das ist sehr weird, dass wir von den kleinen Bäumen mehr Holz kriegen als von großen. Ne? Ja, hier, guck mal, 6. 6. Okay, gut. So, dann gehen wir mal zurück. Wir haben ja genug Erde, ne? So, was ist hier mit Holz hier? Bop, 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 bop. Stapel teilen. Ah, der braucht immer 17, ne?
Ja, komm, wir lassen das mal so. Gut, die brauchen noch ein bisschen. Uiuiuiuiuiui. Feuersteinblöcke, okay. Bauhammer. Nee. Das haben wir jetzt alles, ne? Außer die Hacke. Okay. Haben wir die neue Ausrüstung angelegt? Ja. Boah, unser Schild, ey. Okay, gut. Schmiddi. Einhändige Waffen. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Nägel. Okay, gut, das hätten wir auch. So, dann fehlt uns nur noch diese Schmiede. Und wir brauchen noch zwei Steine. Okay, das sollte ja kein Problem sein. Okay, gut, das können wir zerlegen. So, gut. Dann suchen wir mal kurz zwei Steine. Okay, das waren drei. Supi-dupi. Und dann bräuchten wir nur noch Kohle. Okay, gut. So, Schmiedi, wir haben alles. Okay, gut. Am besten Rucksack. Achso, hat er schon ins Slot gelegt. Sehr schön. Gut. Werde ich das erstmal provisorisch erstmal hier abstellen. Gut. Was brauchst du denn eigentlich, mein Lieber? Du brauchst Kohle und Metallschrott. Und das nur für Platten. Okay. Kämpferset. Ach was. Dafür brauchen wir Metallplatten. Okay, okay. Harz, Tierfelle. Garn. Warte mal. Ja, Schilde. Ach du Heilige, 5 Metallplatten, ne? Okay. Das ist auf jeden Fall Arbeit. Aber ich denke mal, wir bauen uns erstmal das Set zusammen, oder? Aber da brauchen wir halt nur Stofffetzen und so. Das ist ja nix. Aber das Problem ist halt Garn. Okay, komm. Machen wir mal. Garn. Gut. Stofffetzen sollten wir haben. Nee. Das war hier. Ja, Bruder. Wir haben ja mehr als genug. Gut. Schmidt. Könntest du einmal mir einen Helm basteln? Danke. Eine Brust. Danke. Wieso kann ich das nicht? Hä? Ach, mein Rucksack ist voll. Okay, 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 okay. Ausrüsten. Ausrüsten. Kann ich das, Achso, das kann ich aber so löschen, okay. Na komm, welche mit dem Müll? Ah, was kann ich denn noch löschen hier, ey? Egal, ich habe jetzt Passler 2.
Gut, Pferdrüstung. Wir hatten das und das, ne? Wir brauchen das hier und das hier. Okay. Okay, gut. Ausrüsten. Ausrüsten. Warte mal, das ist doch die Abgenutzlose, ne? Ja, kann ich. Und das sind diese Fellstiefel. Na also. Okay, wunderbar. Ja, cool. Jetzt sehen wir nicht mehr so aus wie ein Penner. Na, das sieht schon mal... Ja, ja. Sieht okay aus. Gut. Wie sieht's aus? Du hast ein bisschen fertig. Das ist schön. Verdammt, wo ist die Kohle? Da. Gut. Was brauchen wir noch? Metallschrott. 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 Wo ist das denn bei mir? Hier. Das ist auch nicht viel. Ich könnte schwören, dass ich mehr hatte. Sehr weird. Okay. Gut. Wir haben jetzt nachts, ne? Ja, das ist sad. Dann würde ich sagen, wir legen uns mal hin. Danke, ich will schlafen. Ja, komm. Zum Chillen haben wir keine Zeit. So, okay, gut. Wir sollten jetzt mal dorthin gehen. Genau. Dann machen wir jetzt noch eben schnell noch den Elixierbrunnen. So, wie kann man denn gleiten? Achso. Boah. Ich sag's euch, Leute. Gleiten ist geil. Ui. Wow. Was war denn das denn? Sag mal. Das war ein epischer Tod, Alter. OMG, Jesus. Oh, sag nicht, wir brauchen auch noch Ausdauer, ne? Okay, warte mal. Wir sollten uns noch ein bisschen Erholung abholen. Sterben wir einfach wegen so einem dummen Scheiß, ey. Oh mein Gott. Okay. 16 Minuten sollten reichen. Und wir sollten nicht rennen. Wir müssen aufpassen. Wir haben ja eine Ausdauerleiste. Da bin ich gestorben. Haha. F. So, wunderbar. Na, komm her. Stoffhetzen nehme ich aber gerne mit.
Oh mein Gott. Wo kommst du denn her? Gibt's hier noch einen Gegner? Der da. Der sieht gefährlich aus. Der hat die Keule. Jo, Junge. Chill. Okay, gut. So, dann tauchen wir mal unter, ne? Okay. Ah, da hinten ist es. Ja, das sieht doch tot aus. Oh, das ist ein Boss. Oh nein! Verdammte Scheiße. Wir sollten ein bisschen besser aufpassen, ey. Okay. Boah, Alter, macht der Damage. Boah. Na, was mache ich denn da? Oh nein, 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 nein. Oh. Keine Ausdauer, ne? Alter! Diese Kacklöcher. Eine verdorbene, oh, eine epische Axt. Cool. Okay, gut. Jetzt sollten wir das Ding zerstören, ne? Ja, wunderbar. Junge, Junge, Junge.
Ein, zwei Hits mehr und wir wären draufgegangen. Gut. Ah, das sieht doch gefährlich aus. Ja, da sollten wir auf jeden Fall nicht hin. Aber hey, das Miasma ist erstmal weg. Das ist sehr gut. Gut. Jetzt haben wir einen Skillpoint, ne? Fähigkeiten. Ja, drei Stück sogar. Was ist das denn? Sprungangriff. Wenn du eine Nahkampfwaffe ausgerüstet hast, kannst du einen Sprungangriff auswählen, der 50% mehr Waffenschaden in einen kleinen Explosionsverursacher. Ui, nee. Hallo? Wir wollen uns mehr Richtung Krieger-Tank gehen, bewegen. Mhm. Okay, was haben wir hier? Ausweichangriff. Okay. Gut. Wunderbar. Wir schauen uns noch ein bisschen hier um. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Oh, da. Ja. Eisbolzen. Okay. Hier ist sonst nichts, ne? Nee, da ist tot. Alles klar. Cool. Dann schauen wir mal, wie es denn jetzt oben aussieht. Ob das Miasma jetzt auch da komplett verschwunden ist. Da ist eine Kiste. Oh, ein Jägerbogen. Cool. Wie kommen wir nochmal dahin? Okay. Nee, kein Miasma mehr. Das ist cool. Oder? Ich habe keine Ahnung. Achso. Oh. Dass ich das nicht tragen kann, das ist traurig. Okay. Dann eben nicht. Okay, das ist für Enterhaken und so, ne? Okay. Da ist was. Oh, wir sind doch wieder im Miasma. Hm. Interessant. Das ist so Stoffhetzen. Ja. Hier ist sonst nichts, ne? Naja, nur so ein Gegner. Okay, gut. Dann heißt das, wir können jo, nach Hause teleportieren. Ja, Leute. Und dann sind wir schon mit dem Part heute schon durch. Wir haben eine Rüstung geschafft und wir haben den Brunnen jetzt gereinigt. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier noch haben. Glutal kann zurückerobert werden. Sammel Funken und biete sie an den Flammenaltar da, um die Flamme zu stärken. Funken können in einer Refugium der Flamme oder Schrein der Flamme gefunden werden. Okay. Gut, gut, gut. Ja, jetzt haben wir eine Seele und jetzt können wir das Gebiet erweitern. Zack. Wunderbar. Jetzt brauchen wir die Flamme.
Jetzt brauchen wir 5. Ei, noch größer, ne? Okay. Stärke der Flamme. Ah, hier brauchen wir diese Funken. Ah, okay. Dann können wir auch länger im Miasma und so weiter gehen. Cool, cool, cool. Rote Pilze, das, das. Okay. Ja, supi. Gut. Bevor wir dann noch den Part beenden. Sieht so aus, als hättest du dich um den Elixierbrunnen gekümmert. Mach weiter so und du könntest hier noch beliebt werden. Ja, aber wir sind doch nur die zwei Letzten. Watch out, sparks flying. Eine Warte der Erbauer erklimmen. Glutal hat sich verändert. Vor unserer Zeit haben sich die Erbauer Warten gebaut, um das Land zu überblicken. Die Warten der Erbauer, eine davon, befindet sich in der Nähe. Erklimme sie und lerne die Welt neu kennen. Okay. Dann checken wir mal. Das soll das hier sein, oder wie? Ach nee, da ist ja auch noch was. What the heck? Ui, wenn wir denn als nächstes hingehen? Wir checken mal das Tagebuch. Was ist das hier? Neue Einträge. Oh, neue Kiste. Okay. Keine Ahnung. Okay. Rucksack. Ja, der ist ziemlich voll. Da sollten wir auf jeden Fall was machen. 3 neue Rezepte hier. Tagebuch. Die Warten und dann haben wir noch Dingens hier. Flammenaltar und Basis Verbesserungen. Okay. Gut. Ich glaube, die Quest werden wir auch bald mal angehen. Ich denke mal, wir müssen noch ein bisschen was anderes machen. Weil wir müssen auf jeden Fall noch mehr Kisten bauen, damit wir unser Schrott irgendwie loswerden. Das sich angesammelt hat, ne? Alles klar. So, Leute. Dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part dann wieder. Bis dann. Ciao.